Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Feldsturm und es gibt ein 1 gegen 1. Nach langer Zeit gibt es nur wieder eins. Und zwar ist das von dem Herrn RCO, der müsste mittlerweile allen bekannt sein, die hier hin und wieder doch mal regelmäßig auf unserem Kanal vorbeischauen. Und die Map, die ist Archilon Flats. Was genau Archilon ist, weiß ich nicht, aber Flats sind auf jeden Fall irgendwelche komischen Flachebenen. Irgendwelche, ja, wie man das hier so sieht, irgendwelche schön feinen. Hochauflösend texturierten Ebenen, so wie wir das von StarCraft gewöhnt sind. Und der startet in dieser unteren Position als Zerg, und zwar hat er random gespielt. Das habe ich im Ladescreen hier gesehen gehabt, falls sich jemand fragt, wer das weiß. Und der spielt gegen Moed, der startet auf dieser nordwestlichen Position hier als Protoss. Ja, was ist passiert in den letzten Wochen? Plankton und ich sind umgezogen. Wir sind jetzt in Leipzig beide ansässig. Er war ja vorher schon in Leipzig ansässig. Und ich bin auch nach Leipzig gezogen. Und wir werden versuchen, hier wieder mal dieses Dual-Casting an den Start zu bringen. Da gibt es leider gerade noch ein kleines Problem. Und zwar dieses Problem ist folgendermaßen. Wir sitzen in einem Raum. Und wenn wir beide sprechen, dann hören wir uns gegenseitig in den Mikrofon. Und das ist enorm nervig. Und dann haben wir probiert, zwei Mikrofone an meinen Computer anzuschließen. Das hat mehr oder weniger funktioniert. Wir haben da ein kleines Programm genutzt. Da mussten wir erstmal Windows austricksen. Und das hat aber auch nicht so ganz gut funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen mache ich das gerade alleine. Beziehungsweise Plankton ist so gerade bei einem Kumpel und macht den seinen Computer. Ja, auf Stand 2013. Der ist jetzt gerade noch auf Stand 1944. Also im Prinzip auch gar kein Stand. Gerade so die Enigma-Maschine bei ihm angeschlossen. Und RCO sieht jetzt hier, dass eine Probe rumsteht. Und was macht die Probe? Die lässt sich hier ein bisschen anfeuern von der Drohne. Schauen wir mal, ob er die noch tot kriegt. Das wäre natürlich sehr schade für Moed, weil das sollte man vermeiden. Und da kriegt er es gerade noch so gebacken, den da vor dem letzten Schlag rauszuziehen. Und ja, okay, dann ist er doch gestorben. An alle Protoss-Spieler da draußen, das ist doch auf jeden Fall vermeidbar. Das sollte man nicht machen. Und ja, der angesprochene Kumpel wird vielleicht irgendwann mal auftauchen bei Let's Play Co-ops. Vielleicht auch bei StarCraft. Wir werden mal schauen, ob ich ihn dafür begeistern kann. Und wir schauen mal, was jetzt hier passiert. RCO hat auf jeden Fall einen Hedge First gespielt. Oder wie ich das mal gern gesagt hatte, ein Hedge Before Spawning Pool und Gas. Und jetzt kommt noch dieser angesagte Spawning Pool und das Gas dazu. Und das sieht alles nach einem relativ standardisierten Aufbau aus. Moed hat sich hier dazu entschieden, zwar seinen Assimilator zu setzen, aber hat nicht wirklich irgendwie das im Blick, dass man da vielleicht irgendwie Gas abbauen könnte oder wieder was. Dadurch wird wahrscheinlich sein Cybernetic Score relativ spät kommen. Der kommt jetzt, beziehungsweise die Tech könnte relativ spät. Okay. Das muss man ganz schnell schauen hier. Moed hat keine Ahnung, was hier passiert. Ich lasse mal ganz schnell die Vision hier drin, weil. Ne, okay, gut. Ne, halt. Was ist denn das? Ja, also jetzt hat er das Gas am Start. Und jetzt wird er es dann noch schaffen, right in time hier noch das Gas für das Warpgate-Tag an den Start zu bringen. Und jetzt versucht er hier mit seinen Probes da ein bisschen an der Hatchery rumzutickeln. Aber nichts wird es eine Weile dauern, bis da irgendwie was passiert. Und ich würde mal sagen, er sollte vielleicht den einen Zelle, den er da gebaut hat. Wo ist er denn? Ne, das ist eine Pro. Hat er denn? Ach, hier ist ein Zelle. Ich wollte gerade schon sagen, was passiert hier. So, und jetzt vielleicht nochmal das hier. Drück mal G, Junge. Ne, das hat er nicht gemacht. Ich hab gedacht, ich kann hier nicht helfen. Also zumindest sollte er nicht vergessen, da sein Warpgate zu. Ja, sein Warpgate-Tag. Und das macht er nicht, warum auch immer. Wir schauen mal warum. Er haut zwar noch zwei, drei weitere Gates raus und ist jetzt auch noch Leibwerk, das ist alles nicht so prall. Die Hedge wurde gecancelt. Und es sieht so aus, als würde auch die Drohne noch mit rausbekommen. Also das hat er sich ganz lustig gemacht. Ob das jetzt die 75 Minereien wert war, die er dadurch verloren hat. Gucken wir, ob das wirklich 75 sind. Es sind 75 Minereien, ich bin gut. Und auf der anderen Seite hatte ich gedacht gehabt, dass ich hier vor uns eine Hedge gesehen habe. Ein Nexus. Der wurde jedoch abgebrochen, warum auch immer. Sieht so aus, als würde sich Moed jetzt hier so auf dem Vorgate einstellen. Puh, das Timing ist natürlich unter aller Sau. Ja, haut zwar jetzt hier ein paar Truppen schon raus und da wird die komplette Map zucken. Jetzt hat er gerade der Vorverstärker geknackt oder der Verstärker. Warum auch immer. Und ja, der Pylon, der das hier vorbereiten sollte, der wurde jetzt zerlegt. RCO spielt er relativ safe,
Haut hier vier Spinecrawler hin. Wenn ich nicht die Unbuildable Rocks anklicken würde, dann hätten wir das auch beim ersten Mal gleich gesehen. Und versucht jetzt hier ein bisschen Druck mit den Linken aufzubauen. Wir schauen mal, was hier passiert. Es gibt zwar einen Sentry, aber der steht mit hier draußen. Und die Linken können auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen runter, ein bisschen Spaß machen. Das Vorfeld wurde ziemlich... Ich glaube, das sieht beschissen aus, gesetzt worden. Ja, das ist nicht sehr gut gesetzt worden. Und ja, Moid baut hier eine Reihenkonto auf, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Hat jetzt auch gleich das Warp Tag fertig, beziehungsweise in 15 Game Sekunden, also da passiert auf jeden Fall relativ viel. Wir sind hier in der Goldliga, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich finde es übrigens sehr schön, dass man seit dem neuesten Patch, der auf dieses Haus des Warm Interface vorbereitet, sieht, gegen wen man spielt, vom Rang her, so wird immer diese 1 gegen 1 Referenz zu Rate gezogen. Und RCO macht hier ein bisschen Micro mit dem Link, hat also keinen Link gegen den Zelle verloren. Kann man auf jeden Fall machen, schöne Sache. Jetzt wird er ordentlich gewarpgate, gecrowded und dann halt im Anschluss gewarpgated. Und wir schauen mal, was dann daraus wird hier. Also Moritz sollte langsam aus dem Knick kommen, er hat 1000 Mineralien, die kann er jetzt vielleicht mal abbauen. Mal gucken hier, die Probe, die macht es hier schon runter. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen rumeiern. Jetzt habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Beziehungsweise, es war eigentlich ein Medivac. Hat mich nämlich gefragt, ob ich ein Organspender bin. Und ja, ich bin Organspender, falls jemand interessiert. Und ja, die Linge, wo sind die Linge hin? Die stehen hier rum, die erholen sich hier auf dem Creek. Und ich denke mal, dass hier gleich in kürzester Zeit der Angriff von Moed kommen wird. Da hinten kommen mal vier Stalker. Er hat keine Probe mit am Start, das heißt, er kann auch kein Forward Pylon setzen. Er baut zwar hier hinten noch einen Observer oder so. Und das ist alles ganz schön. Aber ja, man sollte vielleicht als Protoss das nutzen, was Protoss so stark macht in dem Angriff, ist einfach mal vielleicht hier so eine Probe mitnehmen. Da ist er, die kommt viel zu spät, weil ja, die Armee wird jetzt hier schon angegriffen von hinten. Der Sentry wird kurz rausgenommen. Schöner kleiner Angriff hier und zurück von der kleinen Angriffsgruppe. Und die Dinge hacken jetzt hier schon ein bisschen auf den Stalkern rum. Ich weiß nicht, was hier Moed macht. Er rennt ein bisschen lethargisch im Kreis. Lässt sich jetzt hier die Armee ein bisschen auseinanderziehen. Die Zelle trennen den Linken daher und geht sich wieder zurück. Und er sieht so aus, als würde er die Ecke hier verlieren. Allerdings kommt jetzt hier der nächste Schwall Linken. Sammeln jetzt wieder die Zelle reinrennen. Die waren noch bestimmt nicht angeschlagen. Die sind also weg. Und jetzt kommt genau das, was ich angesprochen habe. Es gibt kein Forward Pilot. Es kann kein Nachschub rein reduziert werden. Sieht aus, als würden die Sorgen ja langsam zerhackt werden. Es kommen immer wieder noch ein paar Linge mit hinterher. Inzwischen wird ein Fester Pit gebaut. Sieht so aus, als würde der RCO komplett die Roaches, wo er zwar einen Roach One hat, überspringen wollen. Und gleich auf das Turm gehen. Schauen wir mal, was das wird. Und ja, Moritz macht hier ein bisschen. Ja, was macht er denn? Falls ich ein bisschen verschnupft klinge übrigens, das ist normal. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen so auf dem Weg zu einer kleinen Erkältung oder sowas. Warum auch immer. Und jetzt fängt er an, hier ein bisschen seine Probes herunter zu transferieren, um da die Mineralienfelder effektiv zu nutzen. Wir schauen einfach mal ganz schnell hier auf das Income. Ja, RCO hat viel höheres Income, und zwar liegt es daran, dass er einfach mal 20 Arbeiter zu viel hat. Und ich glaube... Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, ich muss niesen. Was dieses War Prism hier macht, weiß ich nicht so ganz. Das hat es ausgewählt. Das hat es wieder abgewählt. Das wollte wahrscheinlich irgendwie was vorbereiten. Währenddessen der Observer hier rumfliegt. Und RCO hier eine kleine Verschnaufpause macht. Wie nutzt er die? Er baut auf jeden Fall sehr viele Drohnen. Fängt an hier seine zweite Echse zu wirtschaften. Hat auch jetzt schon das Gas Stoff. Also geht hier relativ gas-heavy, so wie es hier gerade aussieht. Hat auf jeden Fall alle Gase besetzt. Könnte wahrscheinlich noch ein paar Mineralien abbauen. Wir schauen mal schnell, ob es Mineralien hinkommt. Ja, es ist noch gut. Bei 1600 kann man sich eigentlich erstmal nicht beklagen. Jetzt geht es schon auf Hive-Tech. Jetzt werden auch endlich die Roaches gebaut. Da hat im Prinzip die Spinecrawler noch mit hier nach vorne gesetzt, um da besser zu verteidigen. Und der geht auch auf die Pathogen Clans. Wird also hoffentlich dann das nutzen und dann Investoren bauen. Und macht auch noch 3 Evolution Chamber, also geht ja auf volles Tech. Neuralparasit. Interessant. Schauen, was das hier wird.
Moment, hängt ein bisschen hinterher, ist schon wieder Supply Blocks, hat auch schon wieder 600 Minereien auf der hohen Kante. Hat zwar jetzt ordentlich Sentries nachgebaut, um dann hier wahrscheinlich diese Rampe zu blockieren. Schlechteste Idee, aber dreht sich ja völlig am Rad, haut 5 Pylone raus, hat eine Forge, ohne dass er das irgendwie hier ja, etabliert und ohne dass er da irgendeinen Vorteil von aus der Forge zieht. Er baut keine Upgrades, hat jetzt hier sich dazu entschlossen, auf das Colossus Tech zu gehen. Wird dann wahrscheinlich genau die Extended Turbulence reinhauen. Aber ich habe das Gefühl, dass es. Übrigens, der Observer hier ist völlig fehl am Platz. Der hätte irgendwie hier sein müssen. Aber ja, ist erstmal zu reden. Und, beziehungsweise irgendwie so in der Nähe der Basis, aber hier drüben. Das ist einer der schlechtesten Standpunkte für einen Observer, den ich mir jetzt hier vorstellen könnte. Hier hinten wäre noch schlimmer. Aber selbst da würde ich sagen, hat er mehr Nutzen. Der Angriff kommt, so wie es aussieht, und ich will zwar nicht irgendwie hier schwarze Reihe betreiben, aber ich denke mal, das wird der entscheidende Angriff für dieses Match sein. RCO spielt das relativ safe, er macht jetzt hier Changelinge und die rennt jetzt hier rein. Und Moet versucht hier drauf zu reagieren, das rennt die Rampe. Versucht jetzt hier den Changeling hinterher zu jagen, aber einer kommt natürlich durch. Und der hat kompletten Überblick über alles, was es hier gibt. RCO weiß, übrigens ein Schlag reicht, auch von den Probes. RCO weiß, es kommt Colossus Tech. RCO weiß, es gibt eine Forge. Was er nicht weiß, ist, wie weit er da schon ist. Der Gegner mit seinem Tech. Und hat es doch geschafft, noch einen weiteren Changeling dann hier in die Armee reinzuschmuggeln. Das heißt, das, was der Observer eigentlich hier vorne so mehr oder weniger dann mal spähen sollte, wenn er mal vorsichtig dann hier reinfliegt, und wird zwar dann von den Overseern gesehen, aber auf einen Schlag kann da nichts drauf schießen, sondern man müsste da irgendwie draufhangeln, beziehungsweise was macht er eigentlich hier? 30 Schaden. Das sind dann durchaus auch mehr als ein Fangel. Also RCO müsste hier mit Infested Terran arbeiten, was das geschehen ist. Der Observer eigentlich entweder nachgebaut bzw. zurückgezogen. Und wir schauen, was hier passiert. Es geht auf jeden Fall in Richtung Brute Room und in Richtung sehr, sehr viel Tech. Die kommt schon, die Fangen angezogen. Haben wir schon ein bisschen die Armee gefangen. Dann jetzt random gesetzt. Hier vorne würde ich mal sagen, hier ist es überschüssig gewesen. Ich glaube, noch entweder durchgeschmissen. Dann ist sehr, sehr randommäßig aus dem Klasse verlegt. Und ich denke mal, dass der Gegenangriff jetzt eingeleitet wird. Wohin passiert das? Das passiert mit 24 Roaches. Schauen wir mal, ob die. Burrow ist gerade unterwegs. Also, Burrow hat er hoch. Da kann man so nur noch drunter durch Burrow run, um an diese Rampe zu erklimmen. Beziehungsweise man tarnt sich einfach komplett auf der Rampe. Und weiß genau, dass man genug Zeit hat. Ich weiß nicht ganz, wo der Klasse hin will. Schauen wir mal. Nö, nee, ja, doch. Da wird sich schon was dabei gedacht haben. Jetzt kommt ja der Angriff. Und ich denke mal, dass Moet jetzt gleich Rücken da den G rausschmeißt, beziehungsweise das F10N drückt. Oder F10A oder F10Q oder was das war. Ich weiß es gerade selber. Und ja, da ist das genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Er geht einfach raus. Ohne GG. Und ich habe jetzt natürlich wieder die Ehre, mal zu schauen, was jetzt hier falsch gelaufen ist. Falsch gelaufen ist folgendes, das hier, macht keinen Sinn. Der war viel zu spät, der Tag war zu spät, hat sich durch diese Hedge ein bisschen irritieren lassen. Hat das Gas dann, also den Assimilator gesetzt, und den sofort zu benutzen. Beziehungsweise hat einfach keinen Nutzen daraus gezogen, dass er den überhaupt so zeitig gesetzt hat. Man sieht, dass er 1300 Minereien hat und einmal hier und einmal da volle Chronos auf den Nexen hat. Dazu kommt, es sind einfach nur 6 Gates auf 2 Bases, und da könnte man auf jeden Fall noch mehr machen. Hat die Forge nicht genutzt. Ich glaube, ein Upgrade hat er gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. Er hat ein Attack Upgrade gemacht. Und ja, das ist für ihn völlig schief gelaufen. RCO hat das ganz schön gemacht. Er hat auf jeden Fall hochgetaggt. Er hat zwar 3 hier Evolution Chamber gesetzt, hat auch alle 3 Upgrades gefahren, hat es dann in der Verteidigung im anschließenden Angriff verpasst, da weiter hoch zu taggen. Aber ich denke mal, nach dem schwachen Angriff kann er sich sicher sein, dass er das Spiel beenden kann, wenn er jetzt davor pusht.
Ansonsten hat er gut expandiert. Hinten ist schon wieder die nächste Echse. Hat auch ein bisschen Creep gesetzt. Also kann man eigentlich nicht meckern. Die Spinecrawler hier gefallen mir gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Die machen auf jeden Fall den Zugang zu dieser Basis zu. Zumindest können sie den Angriff ein bisschen delayen, der auf diese Basis laufen würde. Und irgendwo müssten da noch zwei stehen. Ich weiß nicht, ob er die hochgeschickt hat. Ist mir aber eigentlich gerade auch ziemlich egal. Vielleicht wurden die auch irgendwie gekillt. So, ich bedanke mich. Es war ein interessantes Replay. Man hat gesehen, was falsch gemacht wird. Man hat gesehen, was mehr oder weniger richtig gemacht wird und was richtig gemacht wird. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht sind wir dann wieder zu zweit oder sogar zu dritt. Mal schauen wir mal, wie das dann hier ablaufen wird mit dem Mikrofon und allem möglichen anderen Scheiß. Beziehungsweise, ob ich krank werde oder was auch immer. Und ja, ich hoffe, Feldsturm. Tschüssi.